Da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Und, wie findest du die skellige Fraktion? Wenn ich ehrlich sein soll, nicht besonders. Hm. Aber das Turnier kannst du damit bestimmt trotzdem gewinnen. Gibt es irgendwelche besonderen Turnierregeln? Ich hätte gerne mal einen Überblick. Soll ich dir zuerst deine Kontrahenten vorstellen? Superbe Gewinnspieler aus aller Herren Länder. Hamal Ogundang Bali, ein Kaufmann aus Ophir. Erik von Frog, ein Adeliger aus Novigrad. Und nicht zuletzt sind wir stolz, einen Skelliger willkommen zu heißen. Bist du blind? Eine Skelligerin verflucht! Oh, natürlich, mein Fehler. Agneta Skold mit ihrem herrlichen Inseltemperament. Dazu wunderbares Perlengeschmeide. Ach, und diese Ketten. Die Regeln sind ganz einfach. Jeder Spieler übernimmt für die Dauer des Turniers eine Fraktion. Wer ein Spiel verliert, ist draußen. Der Gewinner gelangt ins Halbfinale, wo er gegen den letztjährigen Turniersieger antritt. Den vortrefflichen Botschafter des Kaiserreichs Nilfgaard, Meister von Hinn. Und wer wiederum dieses Spiel für sich entscheidet, der tritt gegen niemand anderen als mich an, euren bescheidenen Diener. Hände weg von unserem Gwind! Ich will keine neue Fraktionen-Scheiß! Draußen sind Demonstranten. Nicht mal allzu wenige. Hände weg vom Spiel, verdammt! Wir wollen keine neuen Fraktionen! Monnier, du verfickter Bastard! Lass die Zwergentradition in Ruhe! Man kann es nicht jedem recht machen. Die Gewinntraditionalisten wollen verhindern, dass ich den Kanon um Skellige erweitere. Aber wir wollen uns nicht darum scheren. Erzählst du mir, welche Fraktionen die anderen spielen? Das ist kein Geheimnis. Erik von Frog spielt die nördlichen Königreiche. Der Botschafter hat in patriotischer Anwandlung zu Nilfgaard gegriffen. Hamal Ogundang Bali spielt die Monster und Agneta Skold hat sich für die Skoyatel entschieden. Meine Wenigkeit wird den Sieger mit Skellige erwarten. Ich will unbedingt den Wert dieser Fraktion demonstrieren. Ich wäre bereit, wenn die anderen es auch sind. Dann komm zu mir auf die Terrasse. Der Herold wird bald den Beginn des Turniers verkünden. Möge das Turnier beginnen! In Runde 1 tritt Agneta Skold gegen Erik von Frog an. Und Gerald von Riva spielt gegen Hamal Ogundang Bali. Schnappen wir uns einen Tisch. Möchtest du etwas setzen? Woran denkst du dabei? Waffen sammle ich. Dein Silberschwert reizt mich. Wenn ich siege, ist es mein. Wenn ich verliere, gebe ich dir auch eine solche Kostbarkeit. Also schön, so sei's. Viel Zeit, mein Bester. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Witcher. Und ich möchte an dieser Stelle mal festhalten, das skellige Deck sucked balls. Das ist sowas von dermaßen beschissen. Ich spiele dieses Duell hier. Ja, was ihr jetzt hier das erste Mal seht, das... Ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich das jetzt gerade schon gespielt und hemmungslos in Grund und Boden gestampft worden bin. Aber ich will halt nicht schon in der ersten Runde rausfliegen hier. Und deswegen immer wieder neu. Die scheiß Finden brauchen wir nicht. Die nehmen wir da raus. Der skellige Sturm, der bringt uns hier auch überhaupt nichts. Was wir brauchen, ist gutes Wetter. Und zwar so, dass wir tatsächlich auch mindestens eins auf der Hand haben. Dann versuchen wir es damit nochmal. Gutes Wetter ist wichtig hier. Das Langschiff kann weg. Willen Trettenmerd ist unglaublich wichtig. Genauso wie der Pirat des Clans hier. Ja, und wir brauchen... Wir haben weder Madrome-Karten noch sonst irgendwas. Da brauchen wir keinen jungen Berserker. Och, leckt mich... Natürlich! Natürlich ist das Kartenglück so dermaßen wieder gegen mich, ja, dass ich... Oh, Mann! Das ist so an dem Punkt, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe auf dieses Turnier.
Ja? Also so wirklich null. Lust hier noch irgendwas zu spielen und zu reißen ist null. Ich will dieses Turnier eigentlich gar nicht mehr machen. Aber wisst ihr, was interessant ist? Er hat gefühlt, hat er jedes Mal die gleichen Karten auf der Hand. Es sind jedes Mal die gleichen, die er ausspielt. Ja, als erstes spielt er den Fehlgeborenen, dann spielt er den Erdgenius, als nächstes kommt dann das Horn des Kommandanten. Hier, ich schinde Zeit, ist ja scheißegal. Ändert er nichts. Und er passt. Gut, wenn er passt, holen wir uns jetzt die erste Runde, schicken zwei unserer Einheiten auf den Friedhof. Er behält den Fehlgeborenen. Das Schlimme ist, dass ich jetzt anfangen muss, ne? Weil das Problem ist, ich will nicht anfangen. Ich will nicht anfangen, weil mich das nur kostet. Ganz egal, was ich jetzt ausspiele. Und wenn ich jetzt passe, passt er auch. Und davon habe ich überhaupt nichts gewonnen. Aber ich muss passen. Ich muss passen, ich habe keine andere Wahl. Ich muss in die dritte Runde gehen. Darauf basiert meine Strategie ja gerade so ein bisschen, aber... Dadurch haben wir halt überhaupt nichts gewonnen, ne? Ich habe ihn nicht dazu gebracht, auch nur eine Karte auszuspielen. Und da er jetzt als erstes am Zug ist... Okay, ich habe gedacht, er wäre schlau, aber er ist offenbar... Oh Gott, die kamen alle aus dem Deck. Ja, Leute, das war's im Prinzip jetzt schon wieder. Also im Prinzip ist schon wieder vorbei. Kam von seiner Hand, ne? Mit Skellige zu gewinnen ist so ein... Da kommt der Skellige Sturm. Auf jeden Fall lässt er sich ein bisschen. Der war in den letzten paar Runden auch immer mein Untergang. Deswegen hoffe ich gerade so ein bisschen, dass die bloße Tatsache, dass wir diesmal noch ein gutes Wetter in der Hinterhand haben, hier jetzt vielleicht mal spielentscheidend wird. Aber wenn er jetzt natürlich noch ein Horn des Kommandanten hat, haben wir verloren. Ja, da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumreden. Das wäre absolutes Ende. Noch sind wir ja dicht beieinander, aber er hat noch eine Karte. Oh Gott. Oh Gott, Leute, ich habe die erste Runde gewonnen. Ich glaube gar nicht, wie viel mir das gerade bedeutet, dass ich die erste Runde gewonnen habe. So, den behalten wir auf der Hand. Der würde sonst nämlich unsere Karten zerstören. Alter, war das eine schwere Geburt. Meine Fresse, ey. Ein gutes Spiel. Danke. Und Gratulation zu deinem Sieg. Ich weiß nicht, warum ich mein Schwert verwettet habe. Das Universum muss aufgehört haben, mich zu leiten. Hier, möge es dir gut dienen. Ich hätte nie verloren, wenn du nicht betrogen hättest. In meinem Land leben Verleumder nicht lange. Dafür sorgen wir. Behaupte noch einmal, ich hätte betrogen und ich schneide dir die Zunge raus. Genug! Reißt euch zusammen! Gwind ist ein Sport für Edelmänner. Daher erwarten wir von allen Teilnehmern untadeliges Benehmen. Störungen können wir keinesfalls dulden. Daher sind die Teilnehmer aus Novigrad und Skellige auf Entscheidung von Graf Monnier disqualifiziert. Sport für Edelmänner. Pah! Ich bin eine Dame.
und Damen scheißen auf Turniere, bei denen ein lausiger Schwanz sie des Betrugs bezichtigen kann. Runde 1 ist abgeschlossen und dies ist der Stand. Agneta Skold und Erik von Frog, beide disqualifiziert. Gerald von Riva hat Hamal Ogndangbali aus Ofir besiegt. Im Halbfinale begegnet Gerald dem Titelverteidiger, Botschafter von Hin. Gegen Nilfgaard ist so eine schwere Nummer. Das wird, glaube ich, richtig grausam. So, das gute Wetter behalten wir mal. Ein zweites Horn des Kommandanten wäre vielleicht nicht verkehrt. Und Nilfgaard benutzt viele Spione, deswegen haue ich mal die Finte mit rein. Madrome nehme ich raus. Wir haben ja Moissac. Der reicht eigentlich. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas damit reißen können. Ich glaube, ich will doch König Bran. Der, dadurch sind die Wettereffekte halbiert. Ich weiß nicht, ob das für alle gilt oder nur für mich, aber wir werden es höchstwahrscheinlich im Laufe des Duells in Erfahrung bringen. Diesmal aber können wir wiederbeleben. Das ist gut. Wir haben Moissac. Gut, dann lege ich es ein bisschen darauf an, dass wir vielleicht noch einen Berserker kriegen. Wir haben Willentrettenmeer, das ist auch gut. Ah, okay. Was wir nicht haben, ist eine Finte für die potenziellen Spione hier. Ziehe eine Karte vom Ablagestapel deines Gegners. Da müssen wir natürlich ein bisschen drauf aufpassen. Das kann sehr ekelhaft werden, wenn das im falschen Moment gegen uns eingesetzt wird. Aber wir haben zwei Heiler diesmal. Das heißt, wir können so ein bisschen was raushauen hier. Die Frage ist halt, was hauen wir raus? Die falsche Sache zum falschen Moment ausspielen. Geht das Ganze nach hinten los hier? So, hier weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, was passiert. Töten die sich gegenseitig? Die töten sich gegenseitig, okay. Aber das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen. Okay, und jetzt darf ich nicht vergessen, dass er den auf der Hand hat. Der kann mich nämlich sonst noch richtig reinreißen. Ich glaube, ich belasse es mal dabei, auch wenn wir damit vielleicht die erste Runde verlieren. Gut, das war ein komischer Schachzug. Warum auch immer er da jetzt seinen Heiler verschwendet hat, sage ich mal. So, aber das ist jetzt die Runde, wo es hier wirklich drauf ankommt, was wir machen. Vielleicht können wir ihn soweit baiten. Okay, er spielt Willentrettenmerd. Den könnten wir auch spielen, aber ich würde ganz gerne noch irgendwas von ihm wegspringen. Ah, schwierig. Schwierig, wir haben nicht viele Karten zur Auswahl hier gerade.
Wieso ist mir eigentlich nicht aufgefallen, dass der Rittersporn relativ nutzlos ist? Weil wir so gut wie keine Nahkämpfer haben. Jetzt geht er natürlich da all in, ne? Ach, ich hab ja mein Lieder geändert, ich Idiot. Ich Idiot habe meine Lieder geändert. Ja gut, ich muss ja meinen Berserker hier noch nutzen, ne? Was bringt mir der sonst? So, er passt. Ja, das war klar. Das war sehr dumm, den Berserker zu spielen, ne? Also Moistak zu spielen war sehr dumm. Das sind jetzt auch nicht unbedingt die Karten, die ich haben wollte, aber... Ach, der bleibt transformiert? Das ist gut zu wissen. Das behalte ich jetzt im Hinterkopf, dass der transformiert bleibt. Davon habe ich leider nichts mehr. Beziehungsweise von der Transformation habe ich schon was. Wo ich nichts davon habe, ist er hier. Der bringt mir, weil ich den nicht mehr vom Spielfeld runterkriege. Um das in irgendeiner Art und Weise noch zu nutzen, dass der diese starke Heldeneinheit beschwört. Sollen wir ihn baiten? Komm, wir baiten ihn mal. Wir wissen ja, dass er noch seinen Piraten auf der Hand hat. Genau. Aber der zerstört halt seine Einheit mit. Hat ihm damit gar nichts gebracht. Und ich kann jetzt in aller Ruhe Yennefer ausspielen und mir damit den Bären holen hier. Um meine Power noch ein bisschen zu steigern. Na gut, da springt er meinen Bären weg, aber er hat nur noch eine Karte. Er hat nur noch eine Karte und ich kann noch ein bisschen hinauszögern und abwarten, was da noch gespielt wird. Das sieht... Ah! Ich wollte gerade sagen, das sieht überraschend gut für uns aus, wenn man bedenkt, dass wir gegen Nilfgaard spielen. Denn wir haben ja das Horn des Kommandanten noch in der Hinterhand. Und können hier nochmal eine kleine Schippe drauflegen. Ja. Das sind nicht die Powerwerte, die wir normalerweise gewohnt sind, hier zu spielen, aber ich würde mal sagen, gewonnen ist gewonnen, ne? Botschafter, es war mir eine Freude, gegen dich zu spielen. Die Freude war ganz meinerseits. Glückwunsch, Hexer. Gwind wird nicht verunstaltet! Tod! Allen neuen Fraktionen! Da braut sich was zusammen. Verpisst euch allesamt! Hoch mit den Ärschen! Die könnt ihr nach Skellige tragen, ihr behämmerten Inselsäcke! Ich bitte darum, Ruhe zu bewahren und nicht ausfallend zu werden. Du kannst deine Mutter bitten, nicht mehr mit Frettchen zu ficken, Monier. Wurstfinger weg von unserem Quint! Vielleicht könnt ihr mal aufhören zu brüllen und mir einfach euer Anliegen erklären. Das haben wir schon tausendmal erklärt. Es hört niemand zu. Ich höre zu. Gwind ist ein alter Zeitvertreib. Die Regeln bestehen schon ewig. Genau. Und Naturgesetze werden beherzigt. Es muss 4 Fraktionen geben. Das ist die ideale Anzahl. Wir nehmen es nicht hin, wenn weitere Fraktionen eingeführt werden. Das ist eine Missachtung der Tradition. Genau. Griffel weg vom Gwind, sage ich. Und jetzt Schluss. Wir sind nicht zum Schwätzen hier, sondern um ein paar Köpfe für die Tradition rollen zu lassen. Los, Jungs! Gut, Geralt, wir machen das mal. Ah, so weit war ich noch nie, Leute. Ich schnitze die Schwänze und tasse auf den Fetzen. Reißt ihnen die Arsche auf. Oh, Scheiße. Das wird
Sag mal. Die haben Waffen, oder? Perfekt sein, dieser Pöbel. Ich schnitze die Schwänze und tanze auf den Fetzen. Perfekt sei dieser Pöbel. Oh. Die haben Waffen, oder? Na, abgekühlt? Scheiße. Ich sehe dreifach. Nein, vierfach. Genug. Ich rufe die Wache. Lass mich mal, Graf. Na schön, ihr könnt dieses Turnier stürmen. Aber es wird noch eins geben. Mit weiß der Geier was für Regeln. Wenn sie euch nicht passen, spielt nicht mit. Spielt da, wo es euch gefällt. Aber schreibt anderen nicht vor, wie sie zu spielen haben. Papalapap! Wie mein guter alter Freund Sultan Shivai sagen würde, wenn einer Papalapap sagt, kann er recht haben oder nicht. Aber wenn alle Papalapap sagen, dann wird wohl was dran sein. Also hören wir uns um. Wer hier ist noch deiner Meinung? Sultan Shivai? Den Halunken habe ich ja ewig nicht gesehen. Wie geht es ihm? Sultan, geht es gut. Alles herhören. Unser Ausflug nimmt eine neue Wendung. Wir trinken mit Sultans Kumpel. Moment, meine Herren. Die finale Turnierrunde steht noch aus. Finale Runde. Scheiß drauf. Ich, Yaki Raffiberg, erkläre hiermit meine Teilnahme am Turnier. Und ich verlange, gegen den Sieger anzutreten. Wir werden sehen, ob diese skellige Fraktion auch nur einen Scheißhaufen wert ist. Ein für alle Mal. Einverstanden. Aber bitte gedulde dich. Zunächst brauchen wir ein Vorfinale. Oh Mann. Also doch vier Runden. Im Finale tritt Graf Monnier mit der skellige Fraktion gegen Geralt von Riva an, der ebenfalls die neue Fraktion spielt. Der Traum meines Bruders wird wahr. Beide Kontrahenten im Finale spielen die skellige Fraktion. Viel Glück. Ja, aber mit mehr Glück als Verstand. Oh Mann. Gut. Skellige gegen Skellige heißt, dass wir die Finten schon mal rausnehmen. Oder beziehungsweise eine Finte. Eine Finte kann man drin behalten. Ich habe die ganz unten hingepackt. Ansonsten belasse ich es mal so, wie wir es eben gerade auch hatten. Wir kämpfen ja quasi gegen die gleichen. Zweimal Horn des Kommandanten ist Schwachsinn. Aber Heilerin zu haben bedeutet, dass wir hier Hemdal in zwei Runden einsetzen können. Das ist schon mal sehr gut. Ich hätte ja gerne wenigstens einmal Ziris, ne? Jünger Berserker und Meuster haben wir auch. Das ist ja auch schon mal was. Und vor allem, wir können Birna halt nochmal auf die Hand holen, ne? Können dann nochmal irgendwen wiederbeleben. Ich bin versucht, Chalma einzutauschen. Ja, der Tausch hat uns, glaube ich, tatsächlich mehr gebracht. Jetzt haben wir 12 Punkte auf der Hand quasi. Statt der 10, die wir mit Chalma vorher hatten. Und wir kämpfen gegen Krachan Krayt. Okay. Ich glaube, das hier ist fast noch das Duell, was wir eventuell am ehesten gewinnen können, weil unser Gegner halt die gleichen Scheißkarten benutzt wie wir. So, jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich schon mal überlegen kann, was wir vielleicht noch ausspielen. Wir können ja quasi mit unserem mit unserer Finte können wir ja hier den Bürmer noch mal zurückholen. Weil ich gerade am Überlegen bin, ob wir es vielleicht jetzt schon provozieren sollen.
Wenn diese Karte vom Schlachtfeld entfernt wird, wird eine mächtige neue Einheitenkarte herbeigerufen, die ihren Platz einnimmt. Das ist doch auch, wenn ich es mit Finte mache, oder? Das Problem ist, dass ich mir da nicht sicher bin. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es wirklich riskieren soll. Im Moment haben wir eine Karte Vorsprung. Das Blöde ist, dass er Krach an Kate benutzt, das heißt, er kontrolliert den Friedhof. Bam, bam, badam, bam, bam, bam. Kann ich ihn damit provozieren zu passen? Ja, spielt seine Leicht. Das ist jetzt echt dumm von ihm. Oh, vor allem, er hat die alle auf der Hand gehabt. Er hat sie alle auf der Hand gehabt. Das ist jetzt echt blöd gelaufen für ihn. Damit hat er nur noch 4 Karten auf der Hand. Gut. Damit kann ich leben. Dann soll er doch jetzt bitte passen. Die Frage ist jetzt natürlich, ich wollte gerade sagen, er passt jetzt direkt, aber wir können das jetzt ausnutzen. Wir können unseren Friedhof jetzt noch so ein bisschen kontrollieren, indem wir jetzt die Birma ausspielen und uns den Kambi damit nochmal wiederholen, damit wir in der dritten Runde unseren Händler nochmal haben. Und dann holen wir uns Birma wieder auf die Hand. Dadurch haben wir jetzt nämlich nur 2 Einheiten im Friedhof und wissen damit definitiv, was wir hier in der letzten Runde ausgespielt kriegen. Gut, er kriegt auch 2 Einheiten. Scheiße. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz so gelaufen, wie ich das eigentlich wollte. Ich dachte, es wird... Naja, gut. Ich habe falsch gedacht. Ist schon okay. Ist okay. Wir haben trotzdem einen gar nicht mal so schlechten Vorsprung. Ach du Sch... Okay, das wäre potenziell jetzt ganz ekelhaft gewesen. Aber wir können sie halt direkt wieder wegsprengen, ne? Und wir könnten sie nochmal wegsprengen. Also wir hätten sie nochmal wegsprengen können. Im Moment können wir sie nicht wegsprengen. Weil wir hier die stärkste Einheit sonst noch haben. Ich warte gerade noch ein bisschen damit, meine Bären zu rufen. Gut, das war jetzt trotzdem etwas unschön. Aber egal, ich glaube, wir sind gerade dabei, unseren Sieg im Finale zu besiegeln. Ja, er hat jetzt noch den Berserker und ist damit jetzt fertig. Weil er muss ja jetzt passen, er kann ja nichts mehr machen. Und wir können hier die ganze Bande noch aufpowern. Boah, Alter. Ah, diese Quest ist sowas von belastend. Das ist, ich konnte gar nicht glauben, wie nervös ich bin. Glückwunsch, der Beste hat gewonnen. Noch dazu mit der besten Fraktion. Danke, gutes Spiel. Skellige hat gewonnen. Einen Scheiß! Das Turnier ist noch nicht vorbei. Jetzt bin ich dran. So war es vereinbart. Legen wir unsere Differenzen gleich hier und jetzt bei. Nun soll sich zeigen, wer der Turniersieger ist. Geralt von Riva mit der Skellige Fraktion
Oder Yaki Raffiberg mit Dins Goyatel. Möge der Beste, Mann oder Zwerg, gewinnen. Also kein nördliche Königreich, ja? Ah, Leute. Skoyatel. Skoyatel schwärmen. Haben aber nicht wirklich Spione. Also keine Spione, die wir nutzen könnten. Und daher vielleicht keine Finte. Aber Skellige Sturm ist da, glaube ich, eine gute Idee. Noch nicht einmal Ceres auf der Hand gehabt, ne? Das ist schon so ein bisschen ärgerlich. Ach, ist da was? Wir versuchen es mal mit Gaunter und Tim. Skelliger Regen, Kambi ist gut, ja. Da kann schon mal einer von weg. Rittersporn. Rittersporn wird hier irgendwie in jedem einzelnen Deck gespielt, ne? Zerstöre die stärkste Nahkampfeinheit des Gegners, wenn die Gesamtstärke seiner Nahkampfeinheit mindestens 10 beträgt. Ja, yeah, das ist unschön. Das ist in der Tat eine überaus unschöne Fähigkeit. Und das war so eine dermaßen verschwendete Karte gerade. Das hat ihm ja, eigentlich hat ihm das so überhaupt nichts gebracht. Oh, und wir haben Willen, Trettenmärt und Geralt gekriegt. Das war wichtig. Das war gerade nochmal richtig wichtig. Und die Tatsache, dass er da gerade noch eine Karte von seiner Hand ausgespielt hat, das war auch sehr wichtig. Haben wir Heiler? Ne, wir haben keine Heiler, ne? Wir haben keine Heiler. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt noch irgendwas ausspiele. Oder ob ich ihm das tatsächlich jetzt gebe. Dann sind wir nämlich 4 Karten im Vorteil. Und wir haben halt noch 2 Sammelkarten hier, ne? Da. Und wir kriegen hier noch Hemdal. Also prinzipiell sieht es tatsächlich gerade gar nicht so schlecht für uns aus. Aber ich bin trotzdem kein Fan der Skellige-Fraktion. Gebt mir meine Nilfkarten wieder. Oh, und er geht tatsächlich in der zweiten Runde nochmal aufs Ganze hier, ja? So, ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Fähigkeit vielleicht irgendwie provozieren kann. Und das war auch nicht schlecht. Das war tatsächlich auch nicht schlecht. Hauptsache, ich kann es provozieren, dass da irgendwie viele Karten gespielt werden. Ha! Wunderbar, das ist quasi genau das, was ich wollte. Ach, ich liege einen Punkt zurück. Ja, okay. So, jetzt stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass wir die beiden Ankreidkrieger kriegen. Weil die beiden Karten können vom Friedhof nicht zurückgerufen werden. Kann natürlich auch sein, dass Kambi wieder auf unserem Spielfeld landet. Aber vielleicht haben wir ja Glück heute. Und? Mist! Na gut, aber trotzdem. Wir haben Willen Trettenmärt rausgebaitet und die Fraktionsfähigkeit. Das war wichtig. Das war so wichtig. Jetzt können wir hier nämlich nochmal volle Kanne zum Gegenschlag ausholen.
Und unser Gegner hat es, kann gar nicht mehr so super viel haben, was er uns dann noch entgegensetzen kann. So, das war zum Beispiel sehr dumm, das jetzt zu machen, bevor ich die Reihe da vorne großartig fülle. Oh, ich hatte gehofft, dass er das tut. So, und Gaunter Odin und seine Dunkelheit werden hier quasi unsere mächtigste Waffe. Warte mal. Das ist dumm, ne? Das gellige Dings auszuspielen, wenn ich es nicht muss, wäre sehr dumm. Warten wir erstmal ab, was passiert. Aber das sieht gut aus. Das sieht gerade gar nicht so schlecht aus. Alter, gut, dass ich das ausgespielt habe. Obwohl, nee, es wären trotzdem 6 Punkte gewesen, ne? Und wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen! Ich kann es nicht glauben, dass dieses unglaublich beschissene Turnier jetzt tatsächlich vorbei sein soll. Okay. Oh, nachdem ich so oft an dieser ersten Runde gescheitert bin, jetzt hier so ein Durchmarsch, das ist schon... Ah, irgendwie befreiend. Danke, gutes Spiel. Verkackt und zugebläht. Am schlimmsten ist, dass diese verfickte, skellige Fraktion gewonnen hat. Tja, Pech gehabt. Glückwunsch. Los, Jungs. Besaufen wir uns irgendwo. Nein, bleibt hier. Ich möchte euch einladen. Wir müssen auf die Premiere der neuen Fraktion anstoßen. Und wenn jemand Lust auf ein Freundschaftsspiel hat, immer gerne. Danke für alles, Hexer. Das lief wohl nicht ganz nach Plan. Hauptsache, wir haben Gwint gespielt und ich habe die skellige Fraktion vorgestellt. Du hast dich als wahrer Gwintmeister erwiesen. Hier, der Turnierpreis. Du hast ihn verdient. Cool, danke. Der kommt in mein Haus. Vielen Dank, Graf. Vielen Dank nochmal, dass du an meinem kleinen Turnier teilgenommen hast. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Wer weiß. Leb wohl. Scheiß doch auf alles. Boah, ey. Das war belastend. Das war sowas von dermaßen belastend. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Turnier ist gewonnen. Geralt ist Gwintmeister der Region. Und diese Folge kommt jetzt zu ihrem Ende. Scheiß doch auf alles. Ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Dass ich Zeiten wie diese erleben würde. Bis dann.